M2 haben wieder oben. Ja, M2 haben wieder oben. Die Mission ist schon weg, gell? Oder wurde schon geklärt? Niemals. So schnell auf den gar nicht looten. Ja, die aber auf der Map ist er verschwunden. Zombies. Dann bei der Scheune, Schüsse. Links von uns. Wo? Vor uns. Okay. Ja, okay. Leute, das M2 schießt. M2 ist dann noch. Da ist wahrscheinlich einer da durchgefahren zu der Box. Schon dieser Yarmen-Kay. Aber eine Base? Lässt du mich hier raus, dass wir ein bisschen von anderen Sichten drauf gucken? Hm. Ja, alles steht noch. Oder wir steigen hier alle aus. Okay. Ja, jetzt sind aber einige Autos. Einige Bots. Auf dem Berg ist ja mal richtig eine geile Pose. Weißt du das oder glaubst du das? Ich weiß das. Und wenn einer von hinten kommt? Töten. Töten. Oh fuck, das ist ja eine Base in der Scheune. Ich will gar nicht rein. Ja, da war einer schon mit dem Feuerrad. Wer schießt? Ich. Okay. Die M2 guckt auf dich. Killt als erstes die M2. Finde ich gar nicht schlau, als allererstes mit einer Feuerwehr hinzufahren, die Mission zu procken, oder die Mission zu procken, dass die von der Minimap verschwindet, dass man die ganze alleine für sich hat, und dann nachträglich zu machen. Ja. Ein, zwei kommt. Da kommt was. Ja, genau. Sollen wir auf die M2 schießen? Nein. Mal schon. Ich würde die M2 lieber kaputt machen. Mach ich jetzt, ich kill die M2. Jo, der hat mir ein Bein gebrochen. Oh, da ist noch ein M2. Ich bin tot. Wo ist noch ein M2? Hinter den Bäumen steht noch eins. Hinter den Bäumen steht noch eins. Das hat mir eine Kugel gegeben. Weiter rechts von den anderen. Ich muss noch ein bisschen warten, nicht, dass ich die Aggro habe. Weil ich kriech hinter die Bäume. Wo bist du gestorben? Ach da. Ein paar Meter neben dir, links ungefähr. Ja, hab ich gesehen. Ich hab einen mega dicken Schuss. Ich glaube, ich hab den aber von so einem. Ich hab keinen M2-Schuss abbekommen. Ich hab so ein. Ich weiß nicht mehr, wie die Waffe heißt. Die habe ich gerne damals so gerne gespielt. Sieht man einfach, wie cool die Bots programmiert sind. Sie können mich durch die Bäume abschießen, wo ich nicht mal irgendwas sehe. Ich lasse deine Sachen liegen, ne? Ja, bei realistisch gesehen, mit so einem Kaliber, was sie haben, können die das auch machen. Ja, klar.
Wenn sie genau wissen, wo ich bin. Genau die Waffe, die da gerade schießt, so tok tok, die hat mich erwischt. Das ist deine Waffe, ne? Ja. Ich schieße gerade an. Mich wird geschossen. Meine Waffe ist voll scheiße. Ich muss sie unbedingt wechseln. Alle, das waren alle. Nein. Seht ihr noch welche? Nein. Ich laufe von meiner Seite auf jeden Fall nicht. Hier sind alle down. Dann da noch ein MG. So, ruhig. Sind alle down. Haben wir kommt angefahren. Von wo? Von Südosten, Nordosten. Mit oder ohne Gun? Weiß ich nicht, ich höre nur den Sound. Ich sehe den nicht. Okay, das ist wirklich reine Bau. Reine Supply. Jetzt holen wir eben kurz die Pose. Für den SUV. Ja, der Humvee kommt auf dich zu. Hat er eine Gun oder nicht? Der ist jetzt östlich. Ja, der schießt auf mich. Nee, nee, das war was anderes. Ja, irgendjemand schießt dann auf mich. Da ist ein Bordmucker. Kannst du den töten? Zwei Bots waren da. Hast du die? M2 haben wir da oben. Ja, M2 haben wir. Kannst du den kannst du den beschießen? Du bist neben dem. Ganzes Magazin auf dem M2 haben wir gehauen. Einer ist ausgestiegen. Dein Reifen ist da. Einer was? Jo, einer wird. Nice, nice, wir haben den disabled. Tot, beide tot. Beide tot? Nice. Beide tot. Einer mit einer DMR, einer hatte nix an. Der Humvee steht jetzt gerade leer. Nice. Ich hab einfach Dauerfeuer gemacht. Das war sau gut, das war sau gut. Perry, kannst du zwei Reifen abbauen von den Autos? Ja. Ich geh den Sturm, ich guck, ob da noch einer ist. Zwei Reifen sind kaputt. Ja, die hinteren beiden, die vorderen Alter, beiden. Alter, wie kann man so dumm sein und mit einem Humvee verlieren? Ist so. Die hat sogar Muni. Ist keiner? Ich muss mir angucken, wie die dummen Leute heißen. Nasel. M2 Machine Gun Ammo hat er sogar. Oh mein Gott, bitte begrab dich hier. Ich begrabe dich, weil du so schlecht bist. Du bist so schlecht. Das tut mir alles weh. Den Ural kann ich nicht abbauen. Ich muss von unserem SUV abbauen. Ich hole ihm unseren SUV. Ja, ja. Physics gibt's wissen. Du musst ihn nur einmal anschießen, ne? Wen? Achso. Den SUV. Ne, den Ural, dass du abbauen kannst. Meinst du? Ja, ja. Manchmal ist das schon ein Bug. Na, ja, warte, nicht zu Physics, euch. Gibst du weiter Deckung? Ja, ja, ich gucke mich um gerade. Der hat ein MK17 Magazin. Wer schießt? Ich. Also. Ich glaube, ich hab den. Mir kann sein, dass ich die MK17 aus der Seite reingelegt hab. Ich guck auf die andere Seite des Berges, ne, falls da jemand liegt oder so. Da ja, gib uns einfach ein bisschen Deckung. Alter. Kannst du mal nicht abbauen, oder? Doch, doch. Aber ich muss die einzeln anschießen. Okay. Wir hatten leider keinen Schlüssel dabei. Ich guck mal, ob einer im Humvee dabei war. Kann sein natürlich, dass es ein inaktiver Humvee. Ja, oder ist eine Misch. Ja, kann gar nicht sein. Ja, ist ein inaktiver Humvee. Hatten die überhaupt Munition dafür? Ja. Ja. Aber ich will nicht mit so einem Noob-Auto durch die Gegend fahren. Nein, ich will lieber verkaufen. Wir fahren das verkaufen, ja. Haben wir eigentlich ein Safe oder so? Nee. Aber von diesem einen Briefcase kann man sich ein Safe kaufen. Wobei, ich kann sein, dass Deso schon einen aufgestellt hat. Ja, Deso hat schon was aufgebaut.
Dann fahrt ihr mal eben mit dem Humvee den SUV holen. Ja, ich muss den erst noch, die anderen Reifen sind auch ziemlich beschädigt. Ja, jo. Ich guck mal hier, wie der Humvee hier aussieht und dann lade ich alles voll, weil da sind ja noch so viele Baumaterialien. Guck mal, vielleicht bauen wir echt hier eine Base. Ich meine, hier müssen wir nicht großartig viel farmen und hier gibt es so viele Basen, also. Mhm. Könnte sich echt lohnen. Vom anderen Berg, also da wo wir nicht sind. Der eine Spieler ist nebenbei hier gestorben. Sieh seine Leiche. Ein Combination Lock. Ach Quatsch, das ist ja aber kein Safe, ne? Ja, dann verkaufen wir Humvee und kaufen da von uns ein Safe. Na. 5 Cinderblock Walls. Ein Cinderblock. Alles klar, Humvee fährt wieder. Die Waffen von denen habt ihr schon gelootet, ne? Weiß nicht, die M14 M lag da. Naja, steck ein. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal so eine kleine Startbasis. Hast du die M2 Magazine mitgenommen, Muka? Ja, ja. Okay. Der ist auch gleich wieder da, falls ihr noch gerade warten könnt. Ja, lad den mal gleich eine ein. Da ist ein Spieler vor uns, Spieler vor uns. Hinter Bomben. Mit Waffe oder ohne? Mit. Wo genau ist sie hier ganz schlecht? Hier war gerade ein Spieler. Bei euch? Wie viel Meter ungefähr? Ich kann von der Seite Deckung geben. Da, da hinter uns. Lars Gunbeck. Jetzt in die Richtung. Ich seh den, ich seh den. Ich seh den. Perry, du musst mir eine Himmelsangabe sagen. Läuft weg. Habt ihr ihn gehittet? Habt ihr nochmal gehittet? Ist down, ist down, ist down. Go kill yourself. Aha. Wo war denn der SUV? Hier links, hinter mir, hinter mir. Wenn ihr zu mir guckt, rechts. Aber ich komm zum SUV. Das ist so schwer, ich brauch doch sehen, ne? Ich loot ihm seine Leiche. Quatsch, durch die Antwort. Das. Da kommt noch ein Quad, noch ein Quad. Wo? Vor mir. Ist nach unten gejumpt, wurde getötet. Okay. Lol. Ich weiß nicht, wo der gestorben ist, aber ich hab den getötet. Vor, hinter dem Quad. Unter an den Scheunen, wo wir den SUV übergeparkt haben, sind Akro-Zombies. Also hier bei mir hinten ist irgendwo einer, in der Nähe vom SUV. Wo ist jetzt der fucking SUV? Ah, hinter uns. Soft rollt zu weit. Ja. Nimm du den Humvee. Wissen wir, hol Manu-Keks. Grüß dich. Macht hier nicht zu lange, ne? Wir versuchen so schnell es geht abzuhauen. Wo bist du, Manu? Bei der weißen Scheune? Ja, ich bin jetzt gleich am SUV. Munker, ich komm dich holen. Ich hab selber ein Auto. Okay. Bist du das auf dem Fahrrad? Ja, das bin ich. Komm, steck an. Fährst du, oder? Mir ist das egal. Oh, scheiße, jetzt hab ich das noch sehen. Wir müssen zum Bandit Trader, ne? Ja. Sorgt der Zombie. Gib Gas. Sollen wir in Kolonne fahren oder einzeln fahren, Luca? Wir fahren in Kolonne. Okay. Oh mein Gott, hat er da Waffen dabei? Oh, den muss ich alle mitnehmen. Müssen wir eben zum Luca den unterstützen. Oh. Koriander noch. Hier ist noch ein Large Gunpack, das könnt ihr nehmen. Ja, ich nehme das. Ich gebe ihn jetzt ein bisschen Deckung. Kannst du mal die Muni reinlegen, Muka, in den Humvee? Damit ich welche habe, weil ich habe gleich leer. Ja, nimm die bei mir raus. Aus meinem. Kann ich mir irgendwo eine Waffe nehmen hier? Ja, ja, bei mir im Auto. Ja, oh. Sonst fahren wir eben bei den Bots vorbei, dann kannst du da eine looten. Oder nimm seine einfach. Der hat eine. Machen wir es so.
Lass mal gucken, dass wir jetzt langsam abhauen. Hier tummeln sich immer mehr. wo fahren wir hin? Nach Lopatino, wa? Ne, wir müssen Bandit Trailer fahren. Bandit Trailer. Den HP. Okay. Danach Lopatino. Dann fahr ich vor. Jo. Alter, was eine Aktion. Junge, ehrlich, ich hab nicht geguckt, wie der zweite heißt. Scheiße. Aber einen haben wir, einen Namen haben wir. Ich kann's nicht verstehen, Mann. Wie kann man so schlecht mit dem Hami sein? Ich habe zwei Magazine mit der Mod draufgehalten, ne? Der zweite heißt Mo Lester. Ja, Perry? Warum bremst du, Mucka? Ja, weil der eine Box ist. Wieder MG Money. Diesmal kaputt die Box. Kann man nicht kaputt schießen. Doch klar. Musst du mit einer Crowbar. Ich hab keine, hat jemand eine? Ich hab eine Crowbar. Pack mal schieß dort. Sie mal kaputt. Schieß kann mal kaputt. Kaputt schießen. Schieß mal mit dem MG drauf. Bitteschön. Aber du musst aber jetzt gleich wieder nochmal abbauen. Jeder kann die, glaube ich, einmal abbauen jetzt. Ja, aber ich habe keine Kurve. Ich auch nicht. Physik, hast du eine? Ich habe eine. Dann musst du dir einmal rund geben gleich. Quad. Ja, lass es fahren. Das kommt auf uns zu. Nee, das fährt durch die Stadt da. Ja. So, HE Rounds, M134 NATO und MK. Der fährt eiskalt weiter. PKM. Und das hier. Und bei mir in der Tasche befindet. Oder ich leg's einfach auf den Boden hier. Siehst du die Crowbar? War da ein M2-Magazin dabei? Warte, ich pack die Crowbar in meine Tasche. Nimm's aus meiner Tasche. Zweimal HE-Rounds sogar. Das ist ja cool. Mann, du kriegst hier gar nicht. Müssen wir gleich einzeln verkaufen, weil ich glaube, die sind so viel wert, die Sachen. Müsste mich einer gleich mal nochmal einladen in die Gruppe, wer auch immer jetzt Gruppenleader ist. Darfst du nicht im Auto für sein, ne? Nee, ich bin draußen. Ich hab mich ein bisschen an die Seite positioniert. Wir packen die ganze Muni. Nice. Wir packen die ganze Muni hier rein, weil die ist, glaube ich, noch. Also, egal was wir rausbekommen, das ist mega viel wert. Diese HE-Rounds und so. Sollen die ganze Muni hier rausnehmen? Ja, ihr habt die ganze Muni schon rausgenommen, ne? Ich hab die in meinem Rucksack. Ist noch was Wichtiges im Auto? Nee. Ja, man kriegt zwei Briefcases für das Auto. Ja, dann hau raus, schmeiß weg das Auto. Ein Dings kostet eine Briefcase, wa? Ein Safe, ey. Wie viel kostet ein SUV? 20. Gold. Oder je nachdem, was für einen. Man kann auch. Schau mal die Munition, ob du die Munition noch loswerden kannst. Ich guck mal, ich verkaufe mal die Waffen. Ich guck mal, ob ich schaffe, irgendwie einen Briefcase zusammen zu bekommen. Wer läuft da weg, außerhalb? LMG. Also ich könnte echt einen Briefcase zusammenbekommen, dann könnte ich eine MSR kaufen, noch eine zusätzliche. Man muss aber auch noch Munition kaufen. Wollte ich mal sagen, in den nächsten Videos kann ich hier auf jeden Fall ankündigen, werde ich öfter die M14A wieder spielen, wie in den alten guten Zeiten. Ich habe fast vergessen, was die so kann. ACR, ja. Nochmal, Alter, wie viel ACR-Waffen es gibt. Oh ja. Ich habe leider vergessen, mir den Namen der Waffe zu. Ah, hier eine MK22 ist die, ist eine Pistole für ein Gold, ne? Sniper Rifle ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Okay, die Waffe kann ich anscheinend gar nicht. Doch, da, MK Holo. Scar Variants. Ah, ja klar, MK Holo. Steht auch hinterm Namen, ich Idiot. Das ist eine sehr geile Waffe bei Modern Warfare 3 gewesen. Und eine MK17 Sniper City ist auch bestimmt einiges wert. Wie viel hast du für die Munition bekommen, Quizzix? Bin noch dabei.
Steht halt manchmal im Weg und dann kann ich nicht gehen. Stehst halt im Weg. Richtig abgehoben, der Cuisine. So, ich guck mal, welche Sniper ich kaufe. Auf welche habe ich einen XM2010 SD? Wäre natürlich cool. Soll ich mir einen SD-Sniper holen? MSR SD. Was kosten denn die Munition viel? Bei Sniper SD-Waffen muss man bedenken, die sind nicht wirklich SD. Also sind halt nur nicht ganz so laut. Es gibt eine übelste SD-Waffe, die habe ich im letzten Livestream gehabt. Die war 10 Meter neben mir und ich habe nur so ein Piu, Piu gehört. Aber, boah, das war richtig heftig. Ich weiß nicht, welche das war. Eine RSAS-SD. Ich glaube, eine MSR-SD hat man noch nie, oder? Wir spielen mal einfach alle Waffen durch in den nächsten. Ich kaufe mir eine MSR-SD. Jetzt gucken wir noch. Ammo, Sniper Rifles. Ich habe 120 Gold rausbekommen. Also ein ganzer Briefcase und 20 Gold mehr. Okay. Siehst du irgendwo MSR-Magazine? Warte. Ammo, Sniper Rifle. Wie heißen die denn? Ja, sind das nicht 5 RND. Nee, warte. Ich habe, glaube ich, einen davon in der Tasche. Ich glaube, ich hatte davon einen in der Tasche. Ja, ich habe den. Das ist unter KSVK-Munition. Okay, Moment. Ammo, Sniper. Ja, da habe ich gefunden. Ach, nur 4 Gold. Ja, dann kaufe ich mal ein paar. Nein, ich kaufe die falschen. Ich brauche doch SD-Magazin. Scheiße. Ja. Wir müssen so eins drunter gucken. Ja, Leute, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir überlegen zurzeit eine Base zu bauen. Wollt ihr denn sowas sehen? So ein Base-Building-Video? Wenn ja, dann schreibt das doch bitte in die Kommentare. Sonst würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder über einen Kommentar. Schaut doch auch Samstag ab 18 Uhr bei uns auf dem Twitch-Kanal vorbei. Wir streamen DayZ dort. Ihr könnt natürlich mitspielen. Schaut auch bei German DayZ Fanseite vorbei, wo es die neuesten DayZ-News gibt. Und jetzt haut rein, schönes Wochenende. Ciao!